Vorweg noch so eine kleine Sache in Python. Wir lernen ja immer so stückweise ein paar neue Python-Sachen dazu. Was Sie jetzt sicher schon in anderen Programmiersprachen gesehen haben, sind Vorschleifen, die ganz anders aussehen als bei uns. Da setzen Sie irgendwie so einen Startwert fest und dann können Sie bis zu einem Endwert in irgendwelchen Schritten durch irgendwas durchgehen. Ne? So der Klassiker ist for i gleich 1, i kleiner 10, irgendwie sowas, dann geht i die Werte von 1 bis 9 durch oder sowas. Das können Sie in Python auch machen. Dafür gibt es die sogenannten Range-Objekte. Das sieht so aus. Sie schreiben sowas wie for i in Range zum Beispiel 1, 10. Und dann, um mal zu gucken, was Sie da für i alles kriegen, drucke ich das mal aus. Und wir sehen, wir bekommen die Werte 1 bis 9. Also Range ist so ein komisches Ding. Das nennt man technisch in Python einen Iterator. Was das genau ist, werden wir in ein paar Wochen mal kennenlernen. Für unsere Zwecke reicht das, uns klar zu machen, der Aufruf Range 1 bis 10 liefert die Werte bei 1 angefangen bis 10 exklusive. Also das ist so, als hätten Sie in Java eine Vorschleife geschrieben, die mit i gleich 1 anfängt und in einer Schritten immer weitergeht, solange i kleiner als 10 ist. So ist das zu lesen, ne? Da gibt es ein paar Varianten davon. Sie können zum Beispiel nur einen Wert hier hinschreiben, also nicht 1 bis 10, sondern Sie können einfach zum Beispiel hier bis 12 schreiben. Wenn Sie nur einen Wert hinschreiben, dann geht Python davon aus, dass Sie, wie sich das für einen ordentlichen Informatiker gehört, bei 0 anfangen zu zählen. Das heißt, dies bedeutet jetzt dasselbe wie von 0 bis 12. Also Sie kriegen die Werte von 0 bis 11 dann geliefert. Und was Sie auch noch machen können, ist, Sie können drei Werte angeben, zum Beispiel von 1 bis 16 in Dreierschritten. Das heißt, Sie würden bei 1 anfangen, dann 3 dazu ist 4 und so weiter, solange Sie unter 16 sind. Also nicht solange Sie unter 16 sind, sondern solange I unter 16 ist. Und dann würden Sie jetzt 1, 4, 7, 10, 13. Der nächste wäre 16 kriegen. 16 gehört nicht mehr dazu, weil der Test ja ist, es muss kleiner als 16 sein. Also damit haben wir die Möglichkeit auch mal einfach Zahlenwerte durchlaufen zu lassen und müssen da nicht extra eine Liste hinschreiben. Und Sie können übrigens diese Iteratoren auch mit anderen Dingen verquicken. Sie können, wenn ich jetzt einfach nur Range schreibe, sowas hier, dann kriegen Sie das Ding einfach zurück. Das heißt, der steht sozusagen bereit, was zu tun, dieser Iterator, aber er tut erstmal so gar nichts. Aber Sie können jetzt zum Beispiel drumherum packen, ich möchte das in eine Liste umgewandelt haben. Und dann wird sozusagen dieser Iterator in die Liste rein expandiert. Dann kriegen Sie die Liste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder 9. Also das ist so, als hätten Sie, wären Sie mit einer Vorschleife durch die Liste durchgelaufen. Okay, das Ganze war ja eigentlich nur vorgeplänkelt, damit ich Ihnen zeige, wie man einen Primzahltest schreibt. Wie gesagt, einen naiven Primzahltest, der viel zu langsam sein wird. Ich bekomme als Argument eine Zahl und will gucken, ob diese Zahl eine Primzahl ist. Als erstes handle ich mal diesen Fall ab, dass es die Zahl 1 ist oder etwa gar noch irgendwas Kleineres. Darum schreibe ich mal, wenn ich 1 habe oder was, was noch kleiner ist, dann gebe ich einfach false zurück. Also ich möchte eine Funktion schreiben, deren Antwort immer true oder false ist. Die soll true zurückgeben, wenn es eine Primzahl ist, false, wenn es keine ist. Also wenn es 1 oder kleiner ist, ist auf jeden Fall keine Primzahl, gibt sie falsch zurück. Was mache ich jetzt? In unserer Definition steht ja, sie darf nur durch 1 und sich selbst teilbar sein. Das heißt, ich habe ja gesagt, ich schreibe eine ganz naive Funktion. Ich gehe jetzt einfach alle potenziellen Teiler durch und gucke, ob einer von denen wirklich teilt. Wenn er teilt, dann sage ich, nein, das ist keine Primzahl. Wenn ich die ganze Schleife durchlaufen habe und keinen Teiler gefunden habe, dann sage ich, das wird eine Primzahl sein. Also i soll alle potenziellen Teiler durchlaufen. Was soll ich denn da jetzt schreiben? Von wo bis wo sollen das laufen? 2 bis n. Genau. Dann fange ich an bei 2, denn 1 geht ja immer. Und ich höre auf direkt vor n, denn n geht ja auch immer. Das heißt, alle wirklich, die zwischen 1 und n liegen. Und was teste ich jetzt? Ja? Ich nenne die Zahl modulo n. Welche Zahl modulo n? Also i modulo n. Ja, i modulo n gleich 0 ist, dann false. Also return false. Und das ist ja keine Primzahl.
Ist das richtig so? Ja? Würde ich auch sagen, ne? Wir wollen ja gucken, ob n eine Primzahl ist, nicht ob i eine Primzahl ist. Wir wollen n durch i teilen. Fehlt noch was? Jetzt das mit dem Return True. Das heißt, Sie sagen, das müsste so aussehen. Ist das richtig oder nicht? Das müsste hintere Schleife sein. Also aha. Was passiert denn, wenn ich das an dieser Stelle mache? Dann würde bei der ersten Zahl, die nicht teilbar ist, Schutz vergeben. Genau, und das wäre ja falsch. Ne? Also er würde gleich in der im ersten Schleifendurchlauf, guckt er, ob es durch 2 teilbar ist. Wenn es durch 2 teilbar ist, dann sagt er, das ist keine Primzahl, hat er recht. Aber wenn es nicht durch 2 teilbar ist, sagt er sofort, das ist eine Primzahl, womit er Unrecht hätte. Der darf erst dann sagen, das ist eine Primzahl, wenn er alle möglichen Teiler durchprobiert hat, also erst nachdem die Schleife komplett durchlaufen ist. Das heißt, dieser Return True, der darf nicht in so einem Else-Teil stehen, sondern der darf erst kommen, wenn die Schleife einmal komplett durch ist. So, jetzt können Sie aber testen, zum Beispiel ist 29 eine Primzahl, Antwort ja. Ist 27 eine Primzahl? Antwort nein, weil 27 ja 3 mal 3 mal 3 ist. Ja, und vielleicht zum Schluss noch, wenn wir jetzt diese Funktion nehmen, um uns mal einen Überblick zu verschaffen, sagen wir mal für die ersten 20 Primzahlen, wie würden Sie das machen? Also Liste mit einer Leere. Und jetzt machen wir while die Länge der Liste kleiner als 20 ist. Und dann? Genau. Also da tun wir müssen ja noch irgendeinen Startwert nochmal. Also irgendeine Zahl. Ja. I gleich 2. Genau, und dann Prime Check drauf machen. If is Prime I. Was mache ich dann? Dann der Liste hinzufügen. Noch was? Ja, hinter dem If I. Ist das allen klar, was da passiert? Also wir haben einen Zähler i, der ist am Anfang 2 und der wird in jedem Schleifendurchlauf hochgezählt. Also i ist erst 2, dann 3, dann 4, dann 5 und so weiter. Jedes Mal für jeden Wert von i testen wir, ob das eine Primzahl ist. Dafür benutzen wir die Funktion, die wir eben geschrieben haben. Und wenn es eine Primzahl ist, hängen wir diese Primzahl an die Liste L an. Und in jedem Schleifendurchlauf gucken wir, ob in der Liste schon 20 Primzahlen drin sind. Wenn ja, hören wir auf. Dann haben wir die ersten 20 Primzahlen. Ne? Und am Ende sollten wir uns vielleicht L angucken, denn die wollen wir ja haben. So, da haben Sie die ersten 20 Primzahlen. 2, 3, 5, 7, 11, 13 und so weiter.